Willkommen an der St. Marienkirche in Rethem-Aller. An dieser Stelle stand bereits 1437 eine Kapelle. In den Jahren 1471 bis 1600 wurde daraus eine Kirche, die jedoch durch Feuer, Kriege und Stürme mehrmals zerstört wurde. Rethem war schon immer eine arme Stadt. Darum war auch die Kirche immer in einem baulich schlechten Zustand. Am 5. Oktober 1829 wurde der Grundstein für diese Kirche gelegt. Nach einem Kostenvoranschlag von 11.104 Taler und 17 Groschen. Baumeister war der Konsistorialbaumeister Hellner aus Hannover. Am 3. Februar 1839 war die Einweihung. An Kosten waren letztendlich 15.244 Taler und 32 Groschen entstanden. Die Kirche hat eine Länge von 31,6 Meter und eine Turmhöhe von 47 Meter. Sie liegt sehr nahe an der Aller und ist leider auf Schwemmsand gebaut. 1969 zeigten sich Risse an der Giebelseite. In den 70er Jahren wurde ein Abriss und Neubau in der Stadtmitte geplant. Das hat die Denkmalspflege dann allerdings verhindert, da es sich bei dieser Kirche um eine der frühen Hellner Kirchen handelt. In den Jahren 1976 bis 1980 erfolgten eine Reparatur und ein Umbau der St. Marienkirche in Rethem für gut 1,3 Millionen D-Mark. Eine Besonderheit an der Rethemer Kirche ist die Uhr. Das Ziffernblatt hat keine Zahlen, sondern Buchstaben. Zeit ist Gnade. Im rechten vorderen Bereich der Kirche ist eine Taufecke entstanden mit dem alten Flügelaltar. Die Bilder dieses Altars stammen aus dem 16. 17. Jahrhundert. Der Amtshauptmann Jordan hat sie dem Bierder Kirchenvorstand 1856 für 9 Reichsmark abgekauft. Lange Zeit lagen sie auf dem Dachboden. Pastor Weisemann, der von 1957 bis 1961 Pastor in Rethem war, hat sie für 5.000 D-Mark zum Flügelaltar bauen lassen. Der Taufstein wurde 1961 aus Spenden angeschafft. Er wiegt 18 Zentner und ist aus Oberkirchner Sandstein und das Meisterstück eines jungen Steinmetz aus Königslutter. Deckel und Ring sind aus Kupfer von einer Bremer Goldschmiede. Die Taufschale ist aus vergoldetem Silber und wurde der Kirche 1884 von Heinrich Christoph Londi zu Weihnachten geschenkt. Während des Umbaus der Kirche in den Jahren 1976 bis 1980 wurde der Altar nach vorne gezogen, es wurde eine Trennwand eingezogen und dahinter sind nun Gemeinderäume entstanden. Das Fundament wurde untermauert. Der obere Gemeinderaum steht jetzt auf Säulen und ist somit nicht mit den Außenwänden verbunden, um neue Risse zu vermeiden. Die Kirche hatte im Jahr 1839 3 Glocken, 2 große und 1 kleine.
Die kleine ist die Schlagglocke der Turmuhr. Im Zweiten Weltkrieg mussten beide großen Glocken abgegeben werden. Nach Kriegsende holte sich der Kirchenvorstand eine kleine Glocke vom Glockenfriedhof aus Hamburg. 1960 wurde die jetzige große Glocke gekauft. Sie wiegt 25 Zentner und ist aus Zinn bei Gießen. Die Aufschrift lautet: Ja, ich komme bald. Ja, komm, Herr Jesu, Amen. Die Aufschrift der kleinen Glocke lautet: Im Kampfe läut uns Frieden, läut uns zur Arbeit Mut, läut Kraft den Wegen. Die Orgel ist von 1869 von der Firma Becker aus Hannover. Sie hat 950 Pfeifen und stand 100 Jahre in der Kirchwalinger Kirche. Am Totensonntag 1971 wurde sie zuerst in der Rethemer Kirche gespielt. Bei den Renovierungsarbeiten in den Jahren 1976 bis 1981 wurde sie beschädigt und konnte zunächst nicht mehr bespielt werden. Sie wurde dann für 75.000 D-Mark repariert und seit dem 24. Mai 1987 erklingt sie wieder. Die Kirche war immer sehr fußkalt. Eine Fußbodenheizung kam jedoch nie in Frage, wegen dem Schwemmsand unter der Kirche. Seit dem Herbst 1994 gibt es hier nun Podeste, die die Füße vor Kälte schützen. Im Zusammenhang der Renovierungsarbeiten in den Jahren 1976 bis 1980 wurde ein neues Altarbild angeschafft vom Maler Siegfried Stege aus Schwarmstedt. Der Künstler hat es extra für die Rethemer Kirche gestaltet. Bei genauer Betrachtung stecken sehr viele Details und Hinweise auf biblische Geschichten in diesem Bild. Im Zentrum ist Jesus Christus, der die Toten aus dem Totenreich befreit. Oben links ist die Krippe angedeutet. Der Hahnenschrei ist erkennbar. Und Sie finden bei weiterer Betrachtung des Altarbildes sicher noch weitere Verweise auf biblische Geschichten. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse an der Rethemer Kirche und wünschen alles Gute. Gott möge uns mit seinem Segen begleiten.